Ich freue mich sehr, dass ich mich mit dem heutigen Tag auch als Familien- und Jugendministerin mit voller Kraft für die Familien, für die jungen Menschen in Österreich einsetzen darf. Ja, eine herausfordernde Zeit, in der ich diese Agenten übernehme und wo es mir jetzt einmal darum geht, dass wir alles tun, damit wir die Familien gut durch die Krise bekommen. Denn die Mehrfachbelastung für viele Familien ist vorhanden im Homeschooling, Homeoffice, in der Kinderbetreuung zu Hause. Und ich möchte auch als Jugendministerin einfach zeigen, dass die Jugend hier einen so wertvollen Beitrag leistet, im Kampf gegen die Pandemie sehr verantwortungsvoll agiert, auch Verantwortung gegenüber den älteren Menschen übernimmt und dass es hier auch eine Perspektive gibt, die auf uns wartet nach Corona. Grundsätzlich ist für mich gute Familienpolitik folgendes: die Rahmenbedingungen zu schaffen dafür, dass Familien das Lebensmodell wählen können, das sie möchten. Die Wahlfreiheit und auch die Partnerschaftlichkeit steht bei mir hier im Mittelpunkt. Und meine Aufgabe als Familienministerin wird es sein, dass wir die Familien dabei unterstützen, dass sie familiäre Zeit und berufliche Zeit gut miteinander vereinen können. Ich freue mich sehr auf eure Anregungen auch zu diesen Themenbereichen, was euch beschäftigt. Ich freue mich sehr auch, mit vielen von euch dazu im Austausch zu sein.